And okay, so now the topic for this afternoon, body, I don't remember exactly the title, it was body and consciousness, yes. Yeah, what it is. Because is it the consciousness that we have of our body, or is it the consciousness which is in the body, part of the body, you know? Also das Thema heute ist ja, wie heißt es, Körper und Bewusstsein. Und die Frage, die sich stellt, ist es das Bewusstsein, das wir so haben von unserem Körper, oder gibt es im Körper eine Art Bewusstsein? Is it possible to separate one from the other? Oder ist es möglich, überhaupt die beiden voneinander zu trennen? Sure. And what is called also consciousness? Consciousness of what? Also Bewusstsein, aber Bewusstsein wovon? Is it my knowledge, my mind, my awareness, which is applied on an object? Es ist mein sozusagen mein Wissen, mein Bewusstsein, Awareness, auf Bewusstsein bezogen auf ein Objekt außerhalb meiner selbst? Or is it my inner reality, which makes the quality and the possibility of this application? Oder ist es sozusagen meine innere, My inner reality. Okay, die innere Wirklichkeit, die sozusagen das erst erfasst, so. So what I say, inner reality is, because I don't want to speak neither of soul or spirit or mind, you know. So we will see that later. Also sie nennt das einfach innere Realität, weil sie Dinge wie Geist, Seele und so etwas erst zur Seite stellen will. So, and the main question is, can we have a consciousness without having a body? Die Hauptfrage, die sie stellt, kann man ein Bewusstsein haben, ohne einen Körper zu haben? Is a consciousness which is disembodied possible? Ist es möglich, dass es ein Bewusstsein gibt, das vom Körper getrennt ist? And also, what is a human body without this consciousness pervading it? Und die andere Frage, was ist ein Körper wiederum, wenn das Bewusstsein ihn verlassen hat? So, and this is a question which are very acute even nowadays, when we may have but people surviving with a kind of partition between the body and the consciousness. Das sind Fragen, die sich auch heute sozusagen ganz dringlich stellen, wo es Leute gibt, die sozusagen überlebt haben, die für eine Zeit in diesem Zustand waren, wo Bewusstsein und Körper sich getrennt haben. Of course, the Chinese classical approach did not address the problem of nowadays as such. Ja, also in den Klassikern wird das natürlich nicht so genau beschrieben, wie das heute der Fall ist. Nevertheless, the way they spoke about humanness, consciousness, body, and so on, may still be a very precious teaching for our nowadays thinking. Aber die Art und Weise, wie sie von Menschen, Menschlichkeit, von Bewusstsein und dem Körper gesprochen haben, das sind auch noch ganz wertvolle Schätze in der heutigen Zeit, also Lehren. What we find in the classical text, Chinese classical text, is a lot of reflection on the relationship between the body and what we may call the spirit, the consciousness, the ability to know, the heart. Also man findet vieles über dieses Verhältnis zwischen Körper und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Geist oder Bewusstsein, die Fähigkeit zu wissen und zu erkennen. Oder das Herz, ja. And one first thing that we have is that the very beginning of something, either of the cosmos or of a specific being, in the Chinese classical thought, is quite different, a little bit different of what we are used to have in the West. Also die Vorstellung, wie etwas beginnt, sei es jetzt Kosmos oder ein Sein oder ein Wesen, ist sehr unterschiedlich von den sozusagen Ursprungsvorstellungen, die wir heute haben. So, of course, we have
some similarities, which is absolutely normal, natural. We are on the earth, we are humans, we are dealing with the same kind of life and the same kind, more or less, of circumstances. Mm-hmm. Also es gibt natürlich Ähnlichkeiten, was logisch ist, weil wir leben schließlich alle auf der Erde, sind alle Menschen, haben alle ein Leben unter ähnlichen Umständen. Still, of course, we will have differences according to the civilization, mm-hmm. language, History and so. Die Unterschiede sind eher aufgrund der Zivilisation, Sprache und so weiter. Yes, so. Ja, und so weiter. So. yeah, you said also on. und so weiter. At the beginning of everything, of course, if we come back to the very beginning, we always have what is without being anything. An dem wirklichen Beginn von allem haben wir erstmal, was ist da, bevor alles beginnt? What may be called by various names as the way or the chaos or the one, the oneness, the unity, the great thoroughfare, the great...